Ich war mal wieder unterwegs im Internet auf Schnäppchenjagd und da ist mir eine besondere Sache ins Auge gefallen und zwar diese Box hier, sie ist falsch rum. Es ist das Build-A-Battle Stadium zu Astral Radiance. Ist natürlich ein bisschen älter, ist vielleicht auch nicht das beliebteste Set aus dem letzten Jahr, wohlgemerkt, ist aber trotzdem ein super Set und das Ganze, also ein so eine Box, hat mich 33 Euro gekostet und wenn man mal bedenkt, wie viele Booster hier drin sind, und zwar 12 Stück, weil hier sind zwei solche Build-A-Battle-Kits plus vier Bonus-Booster drin, das heißt 12 Booster sind in dieser Box und das macht einfach mal einen Boosterpreis von 2,75 Euro und das ist wirklich fantastisch, da konnte ich nicht Nein sagen, also habe ich mir zwei von diesen Boxen geholt, das heißt 24 Booster öffnen wir heute, hoffentlich sehen wir geile Karten, wir werden es gleich herausfinden, los geht's. So, da habe ich die zwei Boxen mal fix von ihren, von dem komischen Plastikdöngel befreit oder auch Verpackung genannt. Ihr kennt den Inhalt, deswegen werde ich da jetzt nicht nochmal explizit drauf eingehen. Hier sind noch Würfel drin, hier sind noch, was sehe ich hier noch, Energiekarten sind hier noch drin und Damage Counter. Aber wir haben natürlich hier hauptsächlich die Booster und viermal so ein Build-A-Battle-Kit. Also wenn man zum Pre-Release geht, bekommt man so ein Kit. Ihr kennt das Ganze. Vier Stück mit jeweils vier Boostern und natürlich noch einen kleinen Mini-Deck. Das heißt, man kriegt sogar für 2,75 Euro pro Booster nicht nur die Booster, sondern eben auch noch ein paar Bonuskarten plus so eine Box plus Energiekarten plus Würfel. Und noch ein paar Promokarten. Also das ist wirklich ein fantastischer Deal. Da konnte ich nicht Nein sagen. 33 Euro pro Box, falls ihr euch fragt, wo ich das her habe. Ich habe einfach random bei Kartenmarket geguckt. Und da gab es einen großen Shop, der die angeboten hat für diesen Preis. Und da habe ich einfach mal zugeschlagen. Ich mache keinen Kartentrick heute, weil es einige Booster sind. Ja, umgerechnet eben 2,75 Euro pro Booster plus Bonus-Stuff. Also das ist wirklich gut. Ich kann auch die Boxen gut gebrauchen. Hier haben wir schon mal eine Reverse Rare und dahinter ist ein diebischer Fuchs. Kommt noch was? Nein, da kommt nichts mehr. Ja, das heißt, es ist wirklich ein fantastischer Deal. Auch wenn das jetzt nicht das stärkste Set aus dem letzten Jahr ist, ist es doch ein ziemlich gutes Set, wie ich finde. Hier sind fantastische alternative Karten drin. Wir haben hier natürlich das Macho Mai, wir haben hier natürlich Palkia und Dialga alternativ. Ich glaube, Bibor ist hier auch drin. Es ist nicht viel wert, aber ich finde die Karte wunderschön. Und natürlich haben wir die Trainer Gallery. Noch nicht, aber wir werden sicherlich den ein oder anderen Trainer Gallery Hit sehen. Aber jetzt sehen wir erstmal einen Galarian Mr. Rhyme, was erstaunlicherweise ein Fusion Strike Pokémon ist, obwohl Fusion Strike natürlich schon ein bisschen älter ist, also jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als Astral Radiance rauskam. Ja, ich glaube, es lag daran, dass das im Ursprung eine japanische Promokarte war, die dann ein bisschen später zu uns kam. Ja, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr stabiles Set und bei dem Preis, ja, konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und ich glaube, ich habe in diesem Set auch noch keine Alternative gezogen, aber Abamasnow haben wir hier schon mal in der Trainer Gallery. Ja, ich glaube, ich habe noch keine Alternative aus dem Set, ich kann mich nicht dran erinnern, deswegen hoffe ich, dass das noch kommt. Oh, Irida, die ist natürlich auch sehr, sehr spielbar, eine wunderschöne Holo-Trainerkarte. Oh, das, hier nehme ich mal die bessere Sleeve. Ich weiß auch nicht, ob ich Abamasnow schon auf Englisch habe. Ich versuche auf jeden Fall, die Trainer Galleries aus dem letzten Jahr zu vervollständigen. Da fehlen mir auch aus Astral Radiance noch einige Karten. Habe ich jetzt aber nicht aus dem Kopf welche, weil ich habe... Oh, Doppelponita. Doppelponita. Machen wir Tripleponita? Nee, schade. Das passiert auch nicht so oft, dass man Cummins hintereinander doppelt hat. Glaceon, leider keine Holo-Karte. Dahinter Feuerenergie, Noctu, ein Fossil und ein Dartrix. Das ist jetzt hier... Oh, haben wir schon so viel geöffnet? Ja, anscheinend. Ich habe hier nur noch vier. Das heißt, die erste Box, also zumindest die Bonus-Booster, haben wir gleich alle schon gesehen. Aber die waren relativ stabil mit zwei Hits aus vier Boostern. Das kann man machen. Hier ist ein Regidrago. Die Regis sind hier natürlich auch am Start. Und ein Regilecki. Ja, für all diejenigen, die... Immer noch EDGO, oh, der Switch Card, das ist eine spielbare Karte, auch passend zu den Regis, aber auch passend zu Lost Box. Ja, wer die Regis noch nicht gespielt hat, kann sie eben in diesem Set sammeln. Wobei ich glaube, dass die Regis sehr schwach werden, wenn die Karten, ich glaube, demnächst rotieren ein paar Karten raus und da fallen vor allem ein paar Special Energy weg. Ich glaube, dann werden die Regis nicht mehr so spielbar sein, aber wir werden es sehen. Hier haben wir Choi und dahinter ein Rapidash Galoppa mit Combustion und Ring of Fire. Ring of Fire, was war das doch gleich? Das war eine Pizza? Das war so ein Pizza, ja, so ein Pizzaring. Ich wusste, das kam mir irgendwie bekannt vor, das haben wir früher öfter bestellt. So mit
gehacktes Jalapeno. Ich glaube, Sauce Hollandaise. Es war eine kranke Mischung. Der Ring of Fire schmeckt aber fantastisch. Ich weiß nicht mehr, von welchem Pizza-Unternehmen der Ring of Fire war, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ihn gern gegessen habe. Oh, shit. Okay. Wir haben Rainbow Rare Hisuian Decidueye Vista. Das ist natürlich ein fantastischer Hit. Ich bin zwar nicht der größte Fan von Rainbows, aber es wird ab Scarlet and Violet, also ab Purpur und Karmesin EX, wird es keine Rainbows mehr geben. Von daher nehme ich doch jetzt noch ein paar Rainbows, bevor sie verschwinden. Wobei ich es jetzt auch nicht für unmöglich halte, dass sie jetzt irgendwann wiederkommen, aber ich finde, mit Rainbows haben sie es ein bisschen übertrieben. Vielleicht würde ich Rainbows ein bisschen besser finden, wenn sie damit halt nicht so übertrieben hätten. Also es gab ja wirklich Full Art Rainbow Trainer und es gab dann eben noch, wie ihr eben gesehen habt, Rainbow Pokémon. Hätte man es vielleicht nur bei Pokémon belassen, hätte ich mich vielleicht nicht so sehr drüber aufgeregt, aber Rainbows, ja, man verliert halt was, finde ich, vom Artwork. Vor allem farbmäßig gibt es schon schickere Sachen, nochmal ein Rapidash, aber aus diesen wenigen Booster waren schon echt geile Sachen drin. Jetzt muss ich natürlich hier diese Boxen noch so auffriemeln. Dafür habe ich mir hier meinen Krokel besorgt. Krokel hilft mir. Krokel beißt sich überall durch. Natürlich auch durch Building Better Kids. Die ich übrigens auch sehr gerne für Aufbewahrung benutze. Also auch die werde ich wiederverwenden. Ich muss ja auch irgendwo meinen Bulk hinpacken. Und wir haben ein Magnezone als Promokarte. Ich glaube, die fehlt mir auch noch. Ist keine besonders schöne Promokarte, wie ich finde, aber sie fehlt mir noch. Ich weiß gar nicht mehr, was die vier waren. Ich glaube, hier, der Boy, Hisuian Samurott. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Ich meine, das ist einer der Karten, der Promos, die mir fehlen. Ich glaube, den Fisch habe ich mehrfach. Und also hier die Weiterentwicklung von Basculin. Und was gab's noch? Ich glaube, den Hirsch von Darmhirplex, die Weiterentwicklung. Und wir haben ein Avalok, die Hisuian Avalok. Und ein Golduck. Und noch ein Switch-Card. Habe ich zwar auch schon genug, aber spielbare Karten nehme ich auch immer gern doppelt und dreifach. Manchmal baue ich mir auch so mehrere Decks gleichzeitig und dann muss ich sie nicht hin und her tauschen, die spielbaren Karten, sondern kann sie im Deck belassen. Von daher, gebt mir gerne in jedem Booster-Pack ein Switch-Card. Habe ich absolut nichts dagegen. Hier ist noch ein Regigigas für alle Regi-Liebhaber da draußen und ein Mighty Yana, der vermeintliche Mew-Killer, der jetzt aber doch nicht zum Mew-Killer wurde, weil Pion Draghi herausgekommen ist. Pion Draghi Lee ist natürlich der viel krassere Mew-Killer, der auch sehr viel gespielt wird. Weil tatsächlich Mew auch immer noch viel gespielt wird. So, weiter geht's mit Sichlor. In diesem Pre-Release-Kit hatten wir noch gar nichts. Also irgendwas muss hier kommen. Ich weiß nicht, ob das Set war mit dem krassen Hits, wo wir alle in unseren Kits Hits hatten, aber bis jetzt tatsächlich nicht. Das hat sich seltsam gereimt. Hits und Kits und Temple of Sinnoh. Auch eine sehr spielstarke Karte, die sicherlich auch an Bedeutung gewinnt. Solange Lugia spielbar ist, weil Lugia natürlich Special Energy-mäßig krass abgeht. So, aber jetzt haben wir hier schon das letzte Pack aus dem ersten Kit. Da muss jetzt mal was kommen. Wir haben schon relativ viele Booster geöffnet, haben natürlich auch schon eine Secret Rare, aber in dem Kit möchte ich auch noch was sehen. Go! Immerhin ein Machomai. Immerhin geht das Kit nicht leer aus. Immerhin könnte man jetzt hier mitspielen. Was haben wir noch? Sweet Honey. Ja, mit Champ. Habe ich auch schon sehr oft, aber ist ein schönes Artwork, finde ich. Sieht sehr schön gezeichnet aus. Und ja, gut, dann habe ich jetzt halt noch eins mehr. Das war aber schon das erste Kit. Das ging sehr schnell. Krokel darf sich nochmal durchratschen. Und dann öffnen wir auch schon Kit Nummer 2. Wir haben 4 Kits, theoretisch. Könnten wir alle 4 Promokarten sehen. Okay, die nehmen jetzt erstmal hier richtig viel Platz weg, die Kits. Wenn ich sie nicht schlau stapel. So, wir sehen. Ja, Basque Legion. Ja, den habe ich jetzt anscheinend schon 3-mal. Aber es sind halt Bonuskarten, ne? Also ihr müsst bedenken, diese 12 Booster haben mich 2,75 € pro Stück gekostet. Das ist schon nicht so viel, finde ich. Und wenn du dann noch Promokarten dazu bekommst und Aufbewahrungsboxen, ist ein fantastischer Deal. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es das immer noch zu dem Zeitpunkt dieses Videos, dass das immer noch so wenig kostet. Aber als ich die mir gekauft habe, habe ich tatsächlich 33 € bezahlt. Curry und Honig. Köstlich, ein köstliches Booster-Pack. Also für alle, die das auch wollen, ja, schaut einfach mal. Ich hoffe, ihr habt Glück, ich drücke euch die Daumen. Aber ich glaube, Astral Radiance, eben weil es nicht das beliebteste von den Sets aus den letzten Jahren ist, wird schon noch ein bisschen runtergehen.
oder mindestens bei dem Preis bleiben. Mammoth Wine stampft hier wild umher. Aber auch das Kit fängt ziemlich schwach an. Aber wir haben immerhin noch ein Switch Card. Wir haben bestimmt schon vier. Ich habe jetzt nicht alle Uncommons gecheckt tatsächlich. Aber drei habe ich euch schon gezeigt und bestimmt ist hier irgendwo auch noch ein vierter. Was schon mal ganz nice ist. Poochie Yana, Glammeow Yanma, Swinub. Es ist mal wieder Zeit für eine Trainer Gallery Karte, würde ich sagen. Die jetzt kommt. Nee, aber es ist immerhin ein Arcanine. Und unsere erste Holo, wenn ich mich nicht täusche. Azelf. Ach ja, Gardenia ist ja auch in dem Set. Okay, aber wir sind schon wieder beim letzten Booster Pack aus dem Kit. Es ist ein relativ schwaches Kit auch wieder. Und hier muss noch was kommen, sonst wäre in dem Kit nur diese eine Holo von eben gewesen. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ponyard, Poochyena, gib mir was! Yes, Hoot Hoot! Auch hier weiß ich nicht, ob mir die noch auf Englisch fehlt. Ich werde es herausfinden, aber immerhin ist es ein Hit. Und da hat es noch ein Reggie. Also wir können wahrscheinlich am Ende dieses Videos hier ein komplettes Reggie-Deck bauen mit, ja, nur den Karten, den wir gezogen haben. Ja, na gut, Hoot Hoot, besser als nix, ne? Und eventuell fehlt mir das englische Hoot Hoot noch, bin ich mir nicht sicher. Ich werde das alles nach dem Video mal checken. Aber ich hoffe natürlich, dass hier trotzdem noch ein bisschen was Krasseres kommt. Auch wenn wir natürlich schon eine Secret Rare hatten. Was mich natürlich sehr freut. Aber ich möchte alternative Karten sehen. Und ich möchte Trainer Gallery Sachen sehen. Und nicht den doppelten Fisch, den ich jetzt schon vierfach habe. Hisuian Bascule Legion. Aber darüber kann ich mich nicht ärgern. Weil es ist ein Bonusfisch. Bonusfisch nehme ich all day. Für 2,75 € mit Bonus-Promos. Ärgere ich mich nicht. Aber ich brauche jetzt mal noch ein paar Trainer Gallery Sachen, würde ich sagen. Vielleicht auch einen höherpreisigen. Also damit meine ich V oder V-Max. Nein, hier haben wir nochmal das Decidueye UI und dahinter nochmal Cleavor. Das hatten wir eben schon in dem Kit. Gapejawbog. Eventuell auch eine Karte, die später nochmal an Bedeutung gewinnt. Ja. Es ist schon das vorletzte Kit. Also es geht dann doch relativ schnell, 24 Booster zu öffnen. Quatsch, stimmt ja nicht. Es sind 12 Booster. 12 Booster pro Kit? Ja, und ich habe 2 Kits, also sind es 24. Außer ich habe jetzt irgendeinen richtig dummen Rechenfehler gemacht, weil ich gerade nicht so mich konzentrieren kann, in der Hoffnung auf gute Trainer Gallery Hits. Es kommt noch ein Hisuian Decidueye. Ja, es ist schon mal nicht schlecht. Ist schon mal nicht schlecht. Es geht zumindest weiter mit Hits. Und wir haben noch 2 Booster. Also bis jetzt ist das das vielversprechendste Kit. Dann sehen wir hier noch was. Richtig, Premium wäre natürlich das Macho Mai. Wie, das Alternative. Sieht natürlich fantastisch aus. Aber ist natürlich auch fantastisch selten. Ich würde mich aber über jegliche Alternative freuen. Ich würde mich aber auch über jegliche coole Karte auf dem Trainer Gallery Slot freuen. Und dahinter ist ein Overquill. Hisuian Overquill. Heavy Ball braucht man jetzt nicht so oft. Ach, Dark Patch. Stimmt, Dark Patch war auch in dem Set. Das heißt, Dark Rai ist auch in dem Set. Stimmt. Und hier er auch als V-Star. Also eigentlich sind hier noch krasse Sachen theoretisch enthalten. Eine Vista haben wir auch bis auf die Rainbow noch gar nicht gezogen, eine normale, also auch das kann noch kommen. Doppel-Chattered, was ist mit diesen doppelten Common-Karten hier? Ein Hisuian Typhlosion, was immerhin eine Rare ist und dahinter der Fisch. Naja, also wenn es jetzt ein Pre-Release wäre, dann könnte man den wenigstens zusätzlich noch spielen, weil wir haben den Fisch natürlich auch, Roxanne, als Promo gezogen. Das war's schon, ja, ich habe hier keinen Booster mehr rumliegen, das heißt, das ist tatsächlich schon die letzte Box. Das ging ja doch dann relativ schnell. Hoffentlich können wir hier noch was Tolles dran ziehen. Es sind nur noch 4 Booster. Also in Erinnerung waren die älteren Pre-Release-Boxen ein bisschen besser. Sind jetzt nicht super schlecht. Immerhin haben wir den noch gezogen. Ich glaube, jetzt habe ich alle von den Promos. Das ist ja immerhin ein Win. Und das sind die letzten 4 Booster-Packs. Ja, stimmt, Palkia ist ja auch drin. Ich sehe das die ganze Zeit auf den Booster-Artworks, aber Palkia Vista ist natürlich auch am Start. Da waren damals alle richtig scharf drauf. Weil es natürlich eine sehr, sehr spielstarke Karte ist. Würde ich mich auch nicht drüber ärgern. Aber jetzt kommt erstmal der spannende Trainer. Rare Slot! Es ist ein Do-What und dahinter ein Fuchs, den wir heute auch schon gesehen haben. Und nochmal Gardenia. Letzten 3 Packs. Können wir noch was ziehen? Was Besseres als eine V vielleicht?
Das wäre schon mal ganz nett. Und vor allem Trainer Gallery. Da haben wir, wie viel? Zwei Karten in der Trainer Gallery. Ist doch eigentlich immer so alle drei Booster. Da müsste ja eigentlich noch ein bisschen was kommen. Schauen wir mal. Hier schon mal nicht. Und da schon mal auch nicht. Oh, das dritte Galopper heute. Also einige Sachen sind jetzt hier ein bisschen meh. Letzten zwei Packs. Hier ist Hisuian Samurott. Was uns hoffentlich ein bisschen Glück bringt. Okay. Los geht's. Basculin, Poochie, Glammeow, Swine, Quiffish. Ist dahinter ein Trainer Gallery Hit? Nee, Overquill. Mensch, und dahinter? Das haben wir heute auch schon gesehen. Also facettenreich sind die Booster heute nicht, würde ich mal sagen. Und bis jetzt auch noch kein Hit im letzten Kit. Wird das tatsächlich das erste Kit ohne Hit? Das wäre nicht der Shit. Überhaupt nicht. Sondern es wäre einfach nur Shit und nicht der Shit. Magnetilo, Rawls, Sneasel, gib mir Hit. Hier noch nicht, aber hier. Es ist nur ein Togetic. Okay, der potenziell letzte Hit des Tages ist... Wespy Quen. Es ist Quen und nicht Queen. Ich habe früher immer Queen gesagt, aber hier steht immer noch Quen. Das war tatsächlich ein Kit ohne Hit. Schade. Immerhin, hier ist noch eine spielbare Trainerkarte. Wir können ja trotzdem noch mal kurz drüber schauen, was wir heute gezogen haben. Es ist trotzdem in Ordnung. Aber ich habe zumindest, was die Trainer Gallery angeht, mit ein bisschen mehr Hits gerechnet. Aber immerhin reißt es Hisuian Decidueye V-Star Rainbow Rare raus. Auch wenn es natürlich keine teure Karte ist. Aber es ist durchaus eine seltene Karte. Abomasnow und Galarian Mr. Rhyme. Ja, aber ich habe es jetzt schon häufiger gesagt. Wir haben hier auch noch Promokarten. Wir haben natürlich auch noch viele spielbare Trainerkarten in diesen Minidecks hier. Also hier sind ja auch noch spielbare Karten drin. Also Trainer kriegen wir noch reichlich. Die Aufbewahrungsboxen kann ich auch gut gebrauchen. Also nach wie vor ist das ein fantastischer Deal gewesen. Ich ärgere mich kein Stück. Dann muss ich halt noch mehr kaufen und hoffentlich ziehe ich dann später auch noch meine alternative Traumkarte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, falls ihr das hier auch kaufen wollt, dass der Preis noch aktuell ist oder vielleicht sogar noch mehr gesunken ist. Das wäre natürlich noch mehr zu hoffen. Checkt das gerne mal aus. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für diesen krassen Insider-Tipp, den ihr hier von mir bekommen habt, auch wenn ihr es wahrscheinlich selber schon wusstet, dass das nicht das teuerste Set ist, aber jetzt wisst ihr es noch umso mehr. Vielen Dank, macht's gut, ciao.